Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point. Wir sind jetzt in der Version 1.11 angekommen. Es hat den Behemoth-Patch gegeben mit dem Festering Skies DLC, den wir allerdings jetzt nicht in das laufende Spiel einbauen können werden, sondern man muss den quasi in ein neues Spiel einbauen. Wir werden aber jetzt nicht neu anfangen und ich werde den DLC jetzt auch nicht kaufen. Ja, den müsste man dann halt hier, genau wie die anderen DLCs, aktivieren. Der Preis ist doch verhältnismäßig günstig, sage ich mal, mit 8,19 €. Ist natürlich immer die Frage, wie viel kriegt man für das Geld. Aber ich sag mal, ich habe jetzt mit mehr gerechnet, dass das ja teurer wäre, selbst wenn der quasi nichts dazu bringt. Aber ja, 8,19 €, das könnte man sich so oder so überlegen. Wir schauen uns jetzt trotzdem erstmal die Patch-Notizen an. Ist immer ein bisschen doof, dass der hier mittendrin anfängt und nicht am Anfang. Da haben wir jetzt erstmal, ja, New DLC Festering Skies. Und dann ist da ein bisschen Story-Geblabla. Und dann haben wir da neuer Gegner, Behemoth, der alles zerstören wird und so. Und dann haben wir hier Festering Skies DLC in Queues. Das ist aber Includes, das, was wir jetzt nicht mitbekommen werden. Neue Story und Cinematic. Neuen Missionstyp, der die Fraktion irgendwie beeinflusst. Dann haben wir diesen Luftkampf und neue Gegner auf der Welt und auf der taktischen Karte. Und ja, dann haben wir hier allerdings auch noch einen Patch. Und der bringt jetzt hier ein bisschen was. Ah genau, da kann man auch die Details genau sehen. Quality of Life Improvements. We find multiple improvements and rebalance the toughness of all destructible objects like walls, doors, windows, etc. The toughness of objects should take into account better calculation. Ja, muss man da mal sehen. Also es geht alles irgendwie jetzt anders schnell kaputt. Ja, wie stark das irgendwie was ausmacht, ist mir jetzt nicht negativ vorher aufgefallen. Also keine Ahnung, wiefern das jetzt Auswirkungen hat. Dann das hier ist aber super interessant. To better help with stealth and awareness, enemy perception range is visualized when hovered, based on the selected soldier. Ja, und das würde mir jetzt halt massiv helfen. Das war ja vorher auch so ein Kritikpunkt, weshalb ich da gesagt habe mit Stealth. Dadurch, dass ich das nicht wirklich einschätzen kann, mache ich es halt gar nicht. Und dann kamen ja die Kommentare von wegen, dass Stealth super ist. Und deshalb hatte ich dann auch angefangen, eine Gruppe aufzuziehen. Aber das ja hilft mir auf jeden Fall. Ja, was heißt auf jeden Fall? Mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Stealth mich zurechtzufinden. Dann haben wir X-Sentinels Trigger Range is visualized when hovered, ja. Das ist auch gut, dann sieht man halt, wann die Eier losgehen. Das war ja auch so ein Problem, auch mit den Sentinels vor allem. Die Eier waren jetzt weniger das Problem. Dann mit dem Overwatch-Radius, das hat jetzt eine Maximalgröße, die abhängig von einem Waffentyp ist, was auch gut war, weil das Großziehen ein bisschen albern war, aber ja. Und dann haben wir Change Rule of Supportive Faction Havens. When the player discovers a site, which is a haven of a supportive faction, it is revealed. Ja, okay, das dürfte jetzt keine wahnsinnigen Auswirkungen aufs Spiel haben. Und erweiterte Informationen beim Free Aim, beim Mouse Over, beim Ziel ins Ziel nehmen. Dann haben wir hier allerdings Balancing-Änderungen. Und da steht jetzt erstmal bla bla, danke fürs Feedback und wir haben Dinge geändert. Und dann haben wir hier Remote Control adjusted from 1 AP 3 Willpower to 2 AP 2 Willpower. Habe ich ja noch nie benutzt, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob das vorher gut oder schlecht war. Dann haben wir aber Sneak Attack now provides 50% Damage dealt versus 100% when not spotted. Also das ist das, was die, wie heißen sie, die Infiltrator als Maximalskill, glaube ich, haben. Das ist also ganz stark genervt worden. Also das gibt jetzt halt nicht mehr dann insgesamt 200% Schaden, sondern auch 150% Schaden, wenn ich es richtig verstehe. Und dann gab es vorher einen Vanish-Skill, womit man halt abhauen konnte. Und der wurde jetzt auf 1 AP die Kosten erhöht. Also 1 AP 3 Willenspunkte hat vorher 0 AP in 4 Willenspunkte kostet. Oder Willpower. Und dann Advanced Laser Scorcher now has a rebalanced Ammo Capacity and Burst. Ja, okay.
Und dann haben wir Hotfix, das ist alles schon drin gewesen. Ja, so viel zu den Patch Notes. Dann werden wir jetzt Spiel laden und dieses Dings da verteidigen. Ich werde jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Kommentare eingehen vom letzten oder vom vorletzten Video, also vom letzten Wochenende. Und zwar von Jelinobas, Ragdatal und Troglodyt. Die haben mir beide ein bisschen was erklärt von wegen dieser Suppe und diesen Nebeldingern, weil es ja in dieser... ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer was geschrieben hat. Ich glaube, beide haben beides angerissen. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls gibt es hier ja diese... da gab es auf jeden Fall irgendwo in der Beschreibung, dass diese, wenn man diese Teile in der Basis baut, dass dann die anderen Fraktionen einen nicht mehr mögen würden. Das konnte da nicht beobachtet werden. Ja, das ist aber jetzt auch anders. Da sind jetzt tatsächlich Städte drunter. Ich glaube, das war vorher nicht so, oder? Also das ist mir nur nicht aufgefallen. Ja, das zum einen. Und dann noch eine andere Sache. Oh, die Hitpoints hier sind jetzt auch... ja, das waren vorher einfach nur Balken, aber war dieser schwarze Outline nicht. Eine wahnsinnige Veränderung. Eine andere Sache war dann noch... genau, mit den Allianzen und diesem Krieg-Dings da. Also da wird man nicht automatisch reingezogen. Damit sollte ich hier einfach tun und lassen können, was ich will, sage ich mal. Also natürlich werde ich jetzt die Gegner, die Typen nicht angreifen, so. Aber ich muss hier keine Angst haben, mit wem ich hier eine Allianz oder so eingehe. Genau. Zu dem Management-Part, das fand ich ganz, ja, witzig. Ich glaube, ich meine, das wäre Troglodyt gewesen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Meinte, weil ich einen Teil halt überhaupt nicht gekämpft hatte und hier nur gemanagt hatte und darunter natürlich auch Rüstung hin und her transportiert. Dabei hatte ich aber auch Sachen zerlegt. Und das war zu langweilig. Auf der anderen Seite hatte ich ein paar Wochen vorher gab es den Kommentar, dass die Kämpfe langweilig wären und ich die doch skippen kann. Das ist also so ein bisschen, ich skippe einfach beides. Ja, wenn das Ausrüsten an sich zu lange dauert, da kann ich mal überlegen, das rauszuschneiden oder zu verkürzen. Muss ich mal gucken. Ja, aber an sich, das, der Management-Teil, den werde ich natürlich drin lassen und muss ich mal gucken. Also, wenn ich halt hier schon 30, 40 Minuten lang auf der Karte am Rumhantieren bin, dann fange ich halt da keinen Kampf mehr an, weil der Teil sonst einfach super lang werden würde. Was gab's noch? Ja, wegen Waffen und so weiter. Da muss ich natürlich schauen, wie sich das ergibt. Da wird man dann halt sehen. Phoenixpedia, da ist jetzt einfach wieder alles hier irgendwie grün. Nicht grün, alles hier mit gedingst. Ausrufezeichen. Machen wir alles. Alles wegräumen. Ach, und wahrscheinlich haben die auch meine. Meine Kamera drehen im Dings wieder kaputt gemacht. Ja, ist auch eigentlich egal. So, Optionen. Wo war denn das? Nee. Ausführliche Ausrüstungsinfos im Kampf anzeigen, meinetwegen. Eine Kamerabewegung frei ist noch anders, beim letzten Patch ja ausgegangen. Taktische Kontexthinweise anzeigen, machen wir auch mal an. Die Animationsgeschwindigkeit ist eigentlich, fand ich so okay. Was eigentlich beim Kampf da mehr stört, ist halt immer diese Pause dazwischen. Aber, also vor allen Dingen, wenn die Gegner da sich bewegen. So, jetzt müssen wir mal gerade noch mal gucken, was wir am Machen waren. Also, das hier sollte jetzt auf jeden Fall erledigt werden. Also, die müssen angreifen. Und ja, das Team muss ausgerüstet werden. Und, die müssen da runterfliegen, dieses Teil klauen.
Und weil wir ja jetzt Dinger erforscht haben, diese Nebelabwehranlagen, sollte ich die natürlich jetzt auch überall bauen. 5 Tage, das ist ja auch schon wieder eine Hausnummer. Ich gucke erstmal, dass ich die da baue, wo denn halt diese Suppe ist. Ressourcen habe ich dafür, ja. Also da haben wir, da haben wir. Da ist noch nichts. Da bringt es wahrscheinlich dann auch noch nichts, das zu bauen. Dann bauen wir hier keine mehr, weil wir keine Ressourcen mehr haben. Da müssten wir auf jeden Fall noch eine bauen und dann wären wir erstmal damit ganz gut bedient. Und hier müssen wir auch noch eine bauen. Also 2 Stück brauchen wir und dafür brauchen wir mehr Technik. Alles klar. So, dann fliegen wir mal weiter und werden dann mit denen hier als nächstes ankommen. Oder ich guck mal gerade. Die sind am Fliegen, der ist am Fliegen. Ja, alles unterwegs, ja. Chiron Vivisektion. Zusammenfassung. Die Fähigkeiten und das Verhalten dieser Kreatur sind zielgerichtet, dass wir nur davon ausgehen können, dass eine außergewöhnliche Intelligenz den Mutationsvorgang koordiniert. Der Chiron stammt im Vergleich zu den Menschen großen Pandora-Mutationen aus größeren, komplexeren Wachstumseinrichtungen. Wir vermuten, dass es sich um einen sehr großer, wahrscheinlich unbeweglicher Organismus im Herzen einer solchen Einrichtung handelt. Ja, die Grammatik ist halt nicht der Hit. Sprache. Sehr eingeschränkt. Wir vermuten, dass es auf eine Art Signal von intelligenteren Pandoranern reagiert. Gegenmaßnahmen. Mehrere Waffentests an lebenden Exemplaren ermöglichen es, unseren Soldaten im Feld effektiver gegen diese Mutation vorzugehen. Schaden ist jetzt erhöht. Hat mir aber keine neue Forschung gegeben. Ja. Das sind die noch am Erforschen. Das hat mir aber jetzt auch nicht viel gebracht. Ja, machen wir diese Mutationstechnologie. Das wäre nämlich schon schön, wenn wir neue Mutationen bekommen würden. Das Mutationslabor, das dauert zwar noch einen Tag, aber ich wüsste im Moment auch nicht, wofür ich das ausgeben soll. Ich hatte mir da nochmal Gedanken drüber gemacht. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das... ich glaube, Torglodyt hatte das nochmal angesprochen mit den Mutationen und so weiter. Und ja, ich glaube, das haben auch wieder beide angesprochen mit unterschiedlichen, also sowohl Torglodyt als auch Yelinobas. Und ich glaube, beide haben da auch wieder unterschiedliche Standpunkte. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das selber machen werde. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall diese Silencer-Helme mal Helme-Köpfe mal ausprobieren werde. Und und dann mal schauen werde, wie das hier mit dem Stealth genau aussieht, was für einen Gewinn man daraus erzielt. Dazu müsste ich die aber natürlich auch erstmal einen Einsatz bekommen. Das wird sich alles noch hinziehen. Mal gucken. Was ich auf jeden Fall machen werde, wenn ich das bauen werde, ist bei den Rüstungen, dass ich hatte ja hier bisher diese Archeron-Rüstungen gebaut und das halte ich jetzt auch bei. Aber für die Beinschützer sollte ich auf jeden Fall die Styx-Rüstung bauen, um die Tarnung noch weiter zu erhöhen, damit ich auf die, auf über 60% Tarnung komme. Es kommt natürlich auch auf die Charaktere an. Also fliegen wir hier mal weiter. Ah, der ist angekommen. Der kann ihn erkunden. Zuflucht wird angegriffen. Ja, machen wir aber noch nicht. Overrun, okay. So, und jetzt müssen wir erstmal die Charaktere wieder hier ausrüsten. Und dazu muss ich die anderen wieder entrüsten. Ich werde das jetzt hier mal machen. Wenn es zu lange dauert, dann werde ich es nachträglich rausschneiden. Aber, also die hier müssten wir wieder entrümpeln. Zack, 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 zack.
Ja, da hätte ich natürlich nach wie vor gerne irgendwelche Komfortoptionen, um das schneller machen zu können. Ups, da habe ich mich verklickt, aber die brauchen wir sowieso. Also von daher kein Ding. Und dann müsste man natürlich später die ganze Ausrüstung wieder hin und her, also wieder zurück zu dem Team bringen. Ne. So, die sind alle entwaffnet. Dann haben wir das andere. Ne, das, genau, das ist ja alles gewesen. Das ist ja nur das eine Team. Dann werden wir die hier ausstatten. Das hier ist der Brecher. Rüstung. Die Anvil-Rüstung. Bevor ich das vergesse, da muss auch direkt dieser Laser wieder angebracht werden. Der, da packen wir auch Munition drauf. Der eine kriegt die Kanone. Und das. Und dann Dingspunkte. Und dann nehmen wir den Helm und das. Und der ist überladen. Das hier ist ja auch nicht verkehrt. Traglast und plus 2 Stärke. Aber das ist jetzt beispielsweise so ein Grund, wieso ich es nicht gerne rausschneiden würde, weil ich halt immer mal wieder so kleinere Sachen entdecke und das fehlt dann halt irgendwie. Also das erfinderisch würde ich nämlich jetzt auch dann mitsteigern. Das kostet halt meine ein paar Phoenix-AP, aber ich denke, die kann ich jetzt hier brauchen. Oder ich steigere hier einfach nur 1 Stärke. Aber ich muss die Phoenix-AP auch irgendwie einsetzen. Machen wir das mal so. Ja. Dann, das ist der Sniper. Achso, der hier kann noch einen Kopfding bekommen. So, dann haben wir einen Sniper. Dem gebe ich jetzt direkt das Zeug hier mal. So, die Brustpanzer, den Brustpanzer jetzt mal noch nicht. Pistole, Sniper und ein Heildingen. Und dann haben wir hier das. Und dann sollten wir. Ne, das muss eigentlich passen, so. Und nochmal ein Brecher. Angebracht das und den. Und, dann vielleicht noch ein paar Waffen. Das war die MG. Ja. Und dann den. Der wäre auch fertig. Und damit wäre die Gruppe fertig. Jetzt müssen wir noch die andere Gruppe ausrüsten. Das ist wieder der Sniper. Ja, dann nehmen wir die Pistole. Heildingen. So. Dann nehmen wir die Rüstung. Die hier behalte ich jetzt gerade mal. Naja. Hose. Scharfschützen. Ja. Gebracht. Nehmen wir das. Und dann wär der fertig. Hier haben wir 30 Punkte. Das hier macht aber keinen Sinn. Ja, das macht alles keinen Sinn. Der könnte theoretisch weiter Willenskraft bekommen. Und ich glaube, das ist halt hier auch so dämlich, dass man das halt nicht gescheit sehen kann. Willenskraft hat er 6. Naja. Dass man das in dem anderen Menü nicht sehen kann, wie viel Willenskraft die haben, das ist halt schon selten dämlich gemacht. Wo ist denn das andere? Das ist Team 3. Das ist Team 1. Das ist Team 2. Der hat Willenskraft 9, der hat 11, der hat 9. Okay. Der hat aber nur 6. Da sollten wir schon auch die Willenskraft ausbauen. Und dann investieren wir da mal gerade auch die Punkte. So. Da hatten wir aber, glaube ich, noch irgendwen anderen, der auch super wenig, ja, der hat auch super wenig Willenskraft. Da könnte man auch noch was machen. Machen wir den einen Punkt da rein. Und, ja. Dann
rüsten wir den nochmal aus. Ja, Scharfschützenhose macht schon mehr Sinn. Helmchen. Und ja. Das und die Pistole, die ist hier. Und dann fehlt das. Das ist noch ein Sniper. Okay. Kann ich da eigentlich auch doppelklicken, wenn ich wollte? Oder nehmen wir mal die Pistole? Ja. Da geht mal langsam die Optionen aus. Das hier ist Scharfschützen, das passt. Keine Hose mehr. Habe ich da zu viel mal zerstört? Oder habe ich vergessen noch wen? Wen von den anderen Teams die Sachen zu klauen? Helios, das ist ja Team 3. Okay, das ist das falsche Team. Ja, den muss ich natürlich noch. Nee, das. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Da habe ich gerade das falsche Team angefangen auszurüsten. Ja. Mhm. Ich brauche das andere Team 2. Nur mal, das ist das erste Team 2. Und das ist das zweite Team 2. Okay. So. Und die sind jetzt hier auch soweit. Okay. Dann haben wir, das ist jetzt ein Stürmer. Der könnte auch genau das nehmen. Der bekommt das Ding mit Munition. Dieses Nahkampf-Stun-Gerät. Da und ein Heildingen. Und dann können wir da auch noch, dann haben wir da auch alle wieder verwendet. Das hier ist auch wieder so ein Stürmer. Dann kriegt der das jetzt. Scharfschützenhelm. Ausrüstung. Das sieht so ein bisschen albern aus. Munition. So, und okay. Und das war's hier. Fehlten noch. Oh, das sind immer noch. Nee, da bin ich jetzt wieder in einem anderen Team gerutscht. Anatasov. Ataf heißt er jetzt. Team 2. Wieso bin ich denn da in das andere Team reingerutscht? So. Der muss auf jeden Fall noch ausgerüstet werden. Der hatte ja diese... Den Erlöser, genau. Und das... Ach, da habe ich jetzt keine Heildinger mehr. Okay, das macht aber nichts. Genau. Und damit ist der auch schon fertig. Und damit sollten jetzt alle ausgerüstet sein, hoffe ich. Ja, 10 Minuten hat es gedauert. Speichern. In 51.
So, zurück zum Spiel und in die Mission und ich hoffe, dass wir da alles hatten, außer weil der eine Platz noch frei ist. Der könnte einen Stufenaufstieg brauchen. Ja, mit dem einen tut er nicht viel. Machen wir hier mal ein bisschen. Ja, hier hast du noch eine Granate. Ja. Die sind alle ausgerüstet. Niemand steht ohne Hose da oder so. Ja. Dann machen wir mal. Normalerweise sollten die Missionen ja easy gehen. Ist ja wieder eine Verteidigungsmission. Vielleicht sollte ich die Ladezeiten rausschneiden. Naja, so lange dauert es nicht. So, da sind wir. Okay. Und da haben wir auch direkt Gegner. Jetzt weiß ich nicht, ob da auf dem Dach auch Gegner hocken. Ich kann mit dem aber ansonsten nichts machen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ach komm, machen wir das. Guten Tag. Zwei Gegner. Okay. Jetzt weiß ich zumindest, dass die da sind. Ja, ich glaube, die Animation meinten sie, hätten sie auch verbessert, aber mir hat das vorher besser gefallen. So. Waffe abfeuern. Ja. Let's get this done. Vielleicht sollte ich mit denen auch erst noch schießen, weil die auch noch Willenskraftpunkte dadurch wieder zurückbekommen. Mal den hier zuerst. Wir sehen immer noch drei. Wieso denn? Ach, da unten ist auch noch einer. Na gut. Dann fangen wir vielleicht auch mit dem an. Heading out. Auf die Rübe. Der könnte mit nur einem Schuss den erledigen. Dann brauche ich da. Ja. Ne, okay, da hätte ich nochmal schießen müssen. Aber da muss jetzt einfach nur irgendein Schuss quasi hingehen. Ja, das ist mir ein bisschen dünn. Noch einer. Okay. Looking for an angle. Ja, okay. So. Dann sollten wir schauen, dass wir die umbekommen. Das macht jetzt wahrscheinlich keinen wahnsinnigen Unterschied, ob da ein Feld läuft oder zwei. Wir können den Arm wegschießen. Oder das Bein. Nochmal den Arm hier.
Ich habe die Waffe weggeschossen. Ne, der Arm ist weg. Der hat aber keinen Schaden dadurch bekommen. Da hätte ich die Fähigkeit einmal benutzen müssen. Aber da bin ich jetzt etwas verwirrt. Wieso konnte der denn... Hat er denn bei dem Arm noch nichts angezeigt gehabt? Naja, okay. 5x5. Schön. Da müssen wir jetzt die Fähigkeit benutzen und dann möglichst noch ein paar Schüsse rausholen. Ja, wobei, der muss tot sein jetzt mit dem Angriff. Ja. So. Oh, da unten ist auch noch einer. Okay. Na gut, wir können jetzt entweder angreifen oder schreien. Also machen wir mal einen Angriff und dann ist der hier zumindest weg. Oh, nee. Das ist ja doof, der überlebt das. Wahrscheinlich. Kann auch sein, dass der ausflippt. Okay. Ja, das ist dann vielleicht nicht so gut. Da müssen wir mal schauen, wie die sich jetzt verhalten. Wenn der nämlich dann jetzt mehrfach da drauf schlägt, dann könnte es sein, dass der schon wen umlegt. Here we go. Ja, das kann man jetzt nicht mehr ganz so breit ziehen, aber immer noch ziemlich breit. On the lookout. Naja, okay. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Feind gesichtet. Er tut aber nichts. Hättet mir ruhig irgendwie helfen können. Ne. Ja, okay. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der andere nicht auch noch da runter geht und den angreift. Was er aber tut. Super doof. Ja, das war natürlich doof, aber hätte ich jetzt auch nichts anderes machen können. Also, natürlich hätte ich was anderes machen können, aber ohne das zu wissen, hätte ich nichts anderes machen können. Also,
Machen wir das Gleiche nochmal. Mal gucken, ob wir an derselben Stelle starten. So, nee, wir starten nicht an derselben Stelle. Aber eigentlich war das von der Position her gar nicht so schlecht, weil wir quasi direkt bei den ganzen Zivilisten waren. Proceeding. Reporting enemy contact. Okay. Ach, das ist jetzt aber direkt so ein großer. Na, das ist hier bei den Zivilisten aber schon äußerst doof. Ich sollte wahrscheinlich dann versuchen, mich erstmal in Deckung zu halten und die noch nicht anzugreifen. Damit der nicht direkt auf mich schießt. Es kann aber auch sein, dass der meine Verbündeten angreift. Und da dürfte wohl ein Gegner sein, wenn da dieser Rauch ist. Damit haben wir auf jeden Fall schon drei gerettet. Ach, da. Na, da kann er zwar durch. Moving to coordinates. Ja, da kann man halt nicht durchsidesteppen oder so. Machen wir das mal so. Ja, wer weiß, wo die Zivilisten abhängen. What's our move? On the double. Evakuieren wollen wir nicht. Making haste. Feind gesichtet. Aha. Wenn da auf der linken Seite natürlich auch Zivilisten sind, dann hätte ich ein Problem. Aber ja. Das kann ich hier nicht wissen. Es sei denn, ich würde speichern und laden. Oh, da ist es aber ordentlich am Ruckeln. Ja, wunderbar. Der hat auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass einer, also dass Gegner da sind. Aber da ist das Problem. Ja, da sind Zivilisten anscheinend. Und was, da muss doch auch ein Zivilist sein, wenn da ein Gegner sein, wenn das da am Rauchen ist. I'm going. I'm on my way. Rein will ich da jetzt nicht unbedingt. Naja, wenn ich da die irgendwie retten will, dann müsste ich jetzt die Runde schon da sein quasi, was aber ja nicht geht. Es sei denn, ich springe mit einem darüber und laufe dann direkt daran, das gab es auch nicht. Das scheint mir ja dann auch ein Zivilist zu sein, aber nicht notwendigerweise. Das ist kein Zivilist.
Okay. Acquiring targets. Naja. Na, wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Kampf einsteigen. Also in den offenen Kampf. Der ist darüber gelaufen. Ich sehe ihn aber nicht. Der da hinten. Receiving loud and clear. Okay, da kann ich den schon wieder spüren. Ah, shit. Ich meine, mehr kann er nicht machen, als da jetzt hinzuschießen, also. Mhm. Die verbauen sich da alle gegenseitig die Positionen. Mit seinem Mini-Laser kommt er, glaube ich, nicht durch seine Deckung durch. Na, das ist auch nicht wahnsinnig gut. Und den hier. Oh, da. Da kann man trotzdem anvisieren. Aha. Da scheint aber jetzt noch einer zu sein. Oder das ist eine fehlerhafte Anzeige. Ja, das ist zwar jetzt nicht wahnsinnig effizient, aber irgendwo muss man anfangen. Also ich schieß mal das Bein kaputt. Bluten. Weiß nicht, ob da noch einer ist. Scheint ja jetzt nicht so zu sein. Ansonsten könnte ich da ja auch einen anvisieren. Ich probiere es einfach aus. Ne. Hat jedenfalls niemand geschrien. Okay. Von hier aus. Ready to engage. Ja, schießen wir da auch auf das Bein. Burrower Leg. Da haben sie die Übersetzung verschlafen. Ah, das war unnötig. Der hätte sowieso nicht nochmal schießen können. Mhm. Schön am Bluten. Ja, komm. So. I'm getting there. Ah, okay, das sind meine Verbündeten. Das heißt auch, dass da keine Zivilisten stehen.
Oder nicht notwendigerweise. Ich glaube, der wird es nicht überleben. Oh, da waren doch welche. Nach! Diese dummen Granaten. Und die stehen jetzt aber auch äußerst ungünstig. Die Wurmlinge. Okay. Da hinten werde ich jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel machen können. Da kann ich ja nicht drüber vorbeigucken. Der kommt auf jeden Fall nicht da irgendwo hin, wo der die Würmer angreifen kann. Ja, laufen einfach mal rüber. Der muss, glaube ich, schreien. Entweder der oder der. Eventuell ein bisschen nach vorne laufen und dann schreien. Was kann denn der mit dem Laser erreichen? Anscheinend kann er den damit nicht erreichen. Na, jetzt habe ich einen Kopf. Ich weiß nicht, ob das eine 100%ige Trefferchance hat. Naja, der ist auf jeden Fall im Eimer. Okay. Den hinteren könnte er damit nicht mehr erreichen, es sei denn, er wird nochmal sich bewegen. Aber dann mache ich das so. Damit haben wir zumindest die Würmer gepackt. Der muss auf jeden Fall auch weg. Aber, ja, wie soll ich den erledigen? Wow. Das ist ein bisschen dünn. I'm on my way. Wenn er die Deckung davor wegschießt, ist das auch okay. Okay. Naja, er muss sich jetzt bewegen, sonst wird er wahrscheinlich von den Würmern gesprengt. Aber jetzt ist die Deckung von dem weg und der müsste das hier jetzt darauf verwenden können. Okay. Der steht aber im schlechten Winkel da. Okay. Der hat genug Punkte, um zweimal zu schießen. Acquiring target. Dahinter ist noch der
andere. Shield. Gucken wir mal, ob wir den wegbekommen. Da aus, aber super wird der Angriff nicht werden, fürchte ich. Torso. Der könnte auch nur einmal schießen, weil der keine Willenskraftpunkte hat, um die Fähigkeitssammel zu benutzen. Machen wir das hier. Nein, das war nichts. Ja. Und damit sind wir hier. Ach, den haben wir noch. Das ist auch dünn. Besser als nicht zu schießen. Und den haben wir noch. Ja, da noch zwischenzuschießen ist jetzt ein bisschen riskant, glaube ich. Ne, das ist mir zu riskant. Dahin. Das ist auch nicht die Top-Position. Da ist ein Zivilist. Ist er verblutet? Okay, der verblutet dann, glaube ich. Na, vielleicht. Okay, das scheinen Verbündete zu sein. Der lebt noch. Okay, den rette ich nicht mehr. Okay. Ja, die stehen halt immer noch da auf dem Dach drauf. Die sind doof. Dann guck mal erstmal, dass wir den erledigen, ja. Na, komm, weg mit dir. Der ist tot. Wir können ja mit diesem Laserding. Ah, shit, der kommt da nicht um die Ecke. Wir könnten aber springen. Das sieht albern aus von dem, wie der jetzt springt. Also das hätten sie mal schön lassen sollen. Bin nicht ganz sicher, wie das Sinn machen soll hier, aber... Bei dem anderen hatte der keinen Schaden angezeigt. Okay, dann gucken wir mal, ob der diesen Feuertypen da erledigen kann. Permanently.
Der könnte den auch kaputt schlagen. Oder halt stunnen. So. Schlag. Ja. Ach, und das war der letzte. Okay. Ja, das war doch einfach, wenn mir der eine Typ nicht halt in der... Also wenn sie sich nicht vorher auf den einen da ein bisschen eingeschossen hätten. Oder eingeschossen, die haben zusammen auf den einen geschlagen und ist er tot gewesen. Das war ein bisschen ungünstig, aber ansonsten, ja, war es easy peasy. So, das heißt, wir sind jetzt da unten fertig. Jetzt bekommen wir wieder ein bisschen Ruf von der Fraktion, wo wir aber eigentlich keinen Ruf mehr brauchen. Wobei mehr Ruf natürlich nie verkehrt ist. Die Analyse hat den Standort ihrer... Oh, hat den Standort ihrer Kolonie enthüllt. Der neue Ort Pandora-Bau ist nun der Geoscape-Ansicht sichtbar und kann für den Angriff anvisiert werden. Auffüllen. Okay. Und wo ist der? Da. Okay, das heißt, da müssen wir hinfliegen. Und die sind noch da, bevor die da sind. Okay, also brauche ich die Ausrüstung hier nicht hin und her zu bringen. Forschung. Ja, wir haben jetzt den davon einen Lebens bekommen. Das heißt, Feuerwurm. Schreibe ich mir auch mal auf meine Liste. Den können wir auch auseinandernehmen. Nicht, dass das viel bringen würde, aber... Ja. Gut. Dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für einen Schnitt. Dann werden wir beim nächsten Mal rüberfliegen und dieses Nest erledigen. Und dann... Moment, Technik habe ich ein bisschen neu bekommen, aber das reicht, glaube ich, immer noch nicht, um hier was zu bauen, oder? Naja, das kostet 80. Ich könnte natürlich irgendwas noch zerlegen, was mir Technik bringen würde. Wenn ich hier... Aber dann kann ich, dann hätte ich wieder Probleme, Munition und so weiter nachzurüsten. Also das mache ich jetzt mal nicht. Dann soll es das hier erstmal gewesen sein. Wir nehmen beim nächsten Mal diese Basis hier auseinander, den Pandora-Bau. Und dann sollten wir auch wieder Ressourcen haben, um die nächsten Nebelabwehranlagen da zu bauen. Und ja, im Moment reiht sich hier Kampf an Kampf. Also erstmal diesen Pandora-Bau und danach in dem Tal werden wir wohl das hier, so ein neues Flugzeug, erobern. Und dann ist es wahrscheinlich auch schon wieder Zeit für den nächsten Überfall von denen. Da müssen wir mal schauen. Meine Leute müssen auch irgendwann mal rasten. Die sind da am Erkunden. Wo ist denn, waren die anderen hier zu Hause oder bin ich... Ja, ich glaube, die hatten hier einfach, nicht hier, sondern da gewartet, oder? Das Team 3, das stand da in der Basis, oder? Team 1, Team 2, Team 3 ist und da unterwegs. Und die stehen in Indonesien, ja, genau. Die werden halt da trainiert, oder im Moment auch noch nicht, weil die Teile noch nicht fertig sind. Und auch ein Ding steht da. Die anderen kommen bald. Und dann wird es da mit denen auch mal so langsam losgehen. Ja, die brauchen auf jeden Fall auch noch das zweite Flugzeug, damit die zumindest mit Masse ein bisschen was erreichen können. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.